und nur noch ihre Schuhe. Sie wurde entführt und zu Tode gequält. Sie war für mich das Einzige auf der Welt, was wirklich zählt. Bis heute weiß ich nicht, warum er es getan hat. Und ob Gott ihm die gerechte Strafe dafür gab. Warum wird einem immer das genommen, worum man so lange gekämpft hat? Ich war glücklich, dass ich es endlich geschafft habe. Und dann wird sie ohne Vorankündigung aus dem Leben gerissen. Hat diese Bestie kein Gewissen? Das Lied aus dem Jahre, wann habe ich es geschrieben? 2002, 2003 und 2008. Kommen wir gleich dazu, warum ich das so gemacht habe. Und zwar nannte ich es damals, als sie aus dem Leben gerissen wurde. Habe ich nie irgendwo nochmal gespielt. Erschien auf dem ersten Album Ansichtssache.
das Original bzw. die Originalaufnahme, die hören wir uns dann gleich im Anschluss nochmal an. Warum 2002, 2003, 2008? Die Geschichte, die ich da aufarbeite, die ist wahr und der möchte, wollte ich einfach ein ja, Lied widmen, um selbst mit dieser Sache auch voran bzw. fertig zu werden. Und das Ganze begann 2002, 2003. Da habe ich, glaube ich, ein, zwei Jahre Gitarre gespielt und da war das Thema aktuell und da habe ich das Lied geschrieben. 2008 habe ich es dann nochmal neu geremastert. Warum steht hier nicht 2008? Es muss doch 2007 sein. Also ich denke mal, es war 2007. Das ist jetzt hier ein Übermittlungsfehler von meiner Seite aus. 2007 kam ja die Platte und da habe ich das dann nochmal gänzlich neu aufgenommen. Ja, wie gesagt, das Lied ist eine sehr ehrliche Sache. Habe ich auch noch ein bisschen damals so rumgespielt, hier vorne so ein bisschen schwieriger so. Sowas mache ich heute nicht mehr. Weil mir das einfach zu aufwendig ist. Ich mache es dann doch eher einfacher vorne alles, aber es funktioniert ja auch. Was ich zu dieser Zeit damals begonnen habe, war, ich habe damals Neil Young gehört, das höre ich heute noch sehr gerne, diesen Musiker, also die älteren Semester unter den Zuschauern durften den noch kennen und ist ja auch ein grandioser Musiker. Und bei dem habe ich mal eine Live-DVD gesehen. Oh, wie hießen die? Habe ich die sogar hier? Ne, die liegt doch, ich habe sie sogar hier, Leute. Da habt ihr echt Glück, die habe ich mir damals, beziehungsweise habe ich jetzt Glück, die habe ich mir geholt in Leipzig damals. Ich glaube, die war 13 noch was gewesen, 1399 oder so. Die nennt sich Neil Young Silver and Gold, eine wirklich tolle DVD. Wir Musiker schauen ja Musik-DVDs deutlich anders als andere Leute. Wir gucken uns ja dann doch ein bisschen was ab und so. Und ja, also wirklich tolle DVD, kann ich nur empfehlen. Weil er da eben alleine spielt, mit Gitarre, Mundharmonika, ein bisschen Klavier und ja, so ein Orgel-Sound dabei. Also wirklich großartig. Da ist übrigens auch mit oben der Song, boah, ist er nicht oben? Long May You Run, ich glaube, ja, nee, Philadelphia ist da oben, weil ursprünglich, können wir mal kurz aufarbeiten, es gab ja den Film mit Tom Hanks, Philadelphia, und da wurden sowohl Bruce Springsteen als auch Neil Young beauftragt, den Soundtrack dazu zu schreiben, und Bruce Springsteen seiner ist ja dann durchgekommen, das wissen wir, und Neil Young hat es ja doch dann eher ins Ende, glaube ich, geschafft. Und hier hat er das nochmal, ich kannte das vorher gar nicht, ich wusste gar nicht, dass es von Neil Young ist. Und habe das hier gehört, ich dachte, wo bin ich hier, wo ich diese DVD eingelegt habe. Wirklich großartig. Und um jetzt wieder zurückzukommen zu meinen Anfängen. Neil Young hat ja immer so reingeprescht in die Saiten. So. Also es ist jetzt ein E-Moll, brauche ich jetzt einen Nicht-Musiker nicht groß erklären, was hier gemacht wird. Also normal spielt man das dann so. Und ich fand es eben so geil, weil der hat da immer so reingeprescht, so. Und das ist richtig geil gewesen, dass ich das unbedingt in ein Lied mit reinnehmen wollte. Und das ist so geil in meinen Stil übergewandert, dass ich eigentlich so gut wie immer, wenn ich irgendwelche Lieder spiele oder live spiele oder sonst noch was mache, da so reinknalle. Beim E-Moll, gerade mit einer verzerrten Gitarre funktioniert das dann natürlich noch besser. Und dann geht's rund. Für alle Nichtmusiker spiele ich das jetzt noch normal, ohne dieses Reinknallen. Und jetzt nochmal zum Vergleich für alle mit dem Reinknallen. Ich nenne es einfach so. Sicherlich Geschmackssache, aber hat diesen Song natürlich deutlich mehr Tiefe und Druck verliehen. Ich habe auch ein bisschen so auf die Tonarten geachtet, was ich normalerweise so nicht mache. Ich wollte eher in ruhigen Passagen, wo ich ein bisschen was erzähle, so hier oben spielen. Zum Beispiel, ja, wie geht das da? Man hörte in der Stadt ihre Hilfe rufen. Polizei fand nur noch ihre Schuhe. Und jetzt geht's eben runter. Sie wurde entführt. Ja, also dass man das mal so versteht. Also eher ruhig hier oben. Und dann wirklich, wenn es dann mit Ausrufezeichen im Text praktisch weitergeht, dann geht's hier. Sie wurde entführt. Und
zu Tode gequält. Ja, also das wollte ich mal mit einbauen, waren für mich damals extrem wichtige Stilelemente gewesen für diesen Titel, weil er mir eben so wichtig war und auch heute noch ist. Wie gesagt, ich habe ihn nicht mehr im Kopf, deswegen musste ich alles ablesen. Ich habe ja das meiste archiviert, zumindest schriftlich. Was sei noch dazu zu sagen? Wie gesagt, eines der komplizierteren Lieder, die ich damals gemacht habe. Heute schreibe ich Lieder etwas einfacher, würde ich sagen. Wobei viele, die immer wieder was nachgespielt haben, trotzdem sagen, ey Kock, nicht ganz so leicht die Nummer. Ja, ist dann halt wirklich Übungssache, denke ich mal. Ja, was kann man noch dazu sagen? Es gibt ja noch eine Fortsetzung quasi von diesem Thema, von Vergewaltigung und Mord und so weiter und so fort. Und zwar habe ich das 2011 gewesen oder 10, ich glaube 2010. Habe ich ja später erst rausgebracht. Die B-Seite nennt sich, die gibt es noch auf YouTube zu finden. Einfach mal suchen nach Kock. Sie wollte das nicht. Auch das ein Thema, was sich mit Vergewaltigung beschäftigt. Das Interessante an diesem Lied ist, dass ich das ursprünglich für meine Band geschrieben habe, und zwar Cock and Friends. Da ist es immer so, dass wir uns treffen und dann spielt da jemand seine Lieder vor und entweder sagen sie, hey, machen wir nicht, oder sagen, ey, geile Nummer, da muss ich unbedingt mitfiedeln und das müssen wir rausbringen. Und dieses Lied, ich bin echt hingegangen, ey, ich habe wieder ein Ding gemacht, das müssen wir auf jeden Fall aufnehmen. So euphorisch ich da hingegangen bin, so schnell wurde es abgelehnt. Ich habe angefangen zu spielen und die ersten Zeilen gesungen und dann ging, halt, also jetzt mal wirklich. Also die wollen das Thema nicht anfassen, aus Respekt wahrscheinlich auch, es gibt Opfer und so weiter. Wir haben das ja selbst im Freundeskreis, auch beim Bandkollegen, wo sowas mal passiert ist. Und ich kenne ja so eine Geschichten auch aus dem wahren Leben und deswegen ist das für jeden im Umgang natürlich eine andere Sache. Ging dann letztendlich darauf zurückzuführen, dass das Lied nicht mit Cock and Friends gemacht wurde, sondern ich habe es ja dann selber gemacht. Und das ist, wie gesagt, auf YouTube mal zu finden. So werden aus Cock and Friends Lieder, aus eigentlich Cock and Friends Lieder, die ich gemacht habe, einfach mal ganz normale Cock Lieder wieder. Und ja, kann man ja dann auch nicht ändern. Das Thema hat mich immer wieder beschäftigt. Zwei Lieder habe ich dazu schon gemacht über sowas. Und noch ein drittes sogar, weiß gar nicht. Aber ich würde aber behaupten, dass sowas immer wieder mal kommt. Weil das einfach raus muss, weil es gesagt werden muss, weil ich es verpacken will in irgendwelchen Liedern und was weiß ich was. Viel geredet, wenig Sinn, hab da mal ein bisschen in meine Gitarrentechnik reingehört. Die Version nochmal gehört, die ich hier gespielt habe. Sicherlich hätte ich das deutlich besser auf einer anderen Gitarre spielen können, aber im typischen Cocksound ist das natürlich auf dieser mit Wasser gefüllten Luftfeuchtigkeitsgitarre hier im Garten. Ja. Und mit der möglich. Oft gehe ich in den Wald zurück und hoffe, dass sie mir ein Zeichen gibt. Auch wenn ich mir dort immer viel Zeit nehme, weiß ich doch, dass ich dort sterben werde. Ich werde mich mit ihr im Wald vereinen, als Zeichen ihres großen Leidens. Wir werden unser Leben neu beginnen. Ja, also damals war ja schon textlich ziemlich interessant unterwegs gewesen, hat sich bis heute eigentlich kaum geändert, außer dass einiges an einigen Stellen etwas lustiger geworden ist. Ich hoffe, ihr konntet dem Video etwas abgewinnen. Wie gesagt, jetzt folgt nochmal die Originalversion, die ich damals aufgenommen habe. Echt schlechte Quali, typisch wieder eine Gitarre auf Videoband aufgespielt, dann vom Fernseher abgespielt und dazu gespielt und gesungen. Natürlich noch mit deutlich jüngerer und unrauerer Stimme und deswegen wünsche ich jetzt viel Spaß mit Als sie aus dem Leben gerissen wurde, was ich dann später doch nochmal umbenannt habe. Ein fremder Mann. Man hörte
der Stadt ihre Hilfe rufen. Die Polizei fand nur noch ihre Schuhe. Sie wurden entführt und zu Tode gequält. Sie war für mich das Einzige auf der Welt, was wirklich zählt. Bis heute weiß ich nicht, warum er es getan hat. Und ob Gott ihm die rechte Strafe dafür gab. Warum wird einem immer das genommen, worum man so lange gekämpft hat? Ich war glücklich, dass ich es endlich geschafft hab. Und dann wird sie ohne Vorankündigung aus dem Leben gerissen. Hat dieser Mann kein Gewissen? Mir den Kopf, wenn ich daran denke. Ich lass an diesem Ort jedes Mal Tränen, die ich ihr als Würdigung schenke. Warum wird einem immer das genommen, worum man so lange gekämpft hat? Ich war glücklich, dass ich's endlich geschafft hab. Und dann wird sie ohne Vorankündigung aus dem Leben gerissen. Hat dieser Mensch denn kein Gewissen? Täglich findet. Der fremde Mann hat sie vergewaltigt und angezündet. Ihre Asche wurde im Wald breitwürfig verteilt. Ich hoffe auf die Zeit, die meine Wunden heilt. Oft gehe ich in den Wald zurück. Ich hoffe, dass sie mir ein Zeichen gibt. Auch wenn ich mir dort immer viel Zeit nehme, weiß ich doch, dass ich dort sterben werde. Ich werd mich mit ihr im Wald vereint, als Zeichen ihres großen Leidens. Wir werden unser Leben